finde, die Freude ist das Allerwichtigste. Ohne Freude würde man es nicht schaffen, weil man auch eben nicht nur gute Zeiten hat. Und wenn einem am Schluss die Leidenschaft fehlt und man es nicht einfach so gerne macht, dann hält man es nicht durch. Das ist das Einzige. Und es geht vielleicht ein Zeitchen lang, wenn es andere wollen, wenn es die Eltern wollen oder der Trainer. Aber irgendwann sieht man, dass es noch anders im Leben gibt. Flowcast mit Flavio Kamensind. Flavio Kamensind spricht mit erfolgreichen Zeitgenossen über ihr ganz persönliches Flow-Rezept. Was haben sie erreicht? Was treibt sie an? Ihr persönlicher Weg zum Erfolg, Passion und Top-Performance im Business und Leben. Und was hält sie im Flow? Flowcast. No Trash Talk, just Flow. Ja, freut mich, dass sie in der Sendung ist. Wir dürfen nicht mehr Sarah Meyer sagen, sondern Sarah van Berkel neu, gell, seit August. Genau, also wir dürfen schon immer noch Meyer sagen, ich schlage also niemand ab, aber genau, eigentlich heisse ich jetzt van Berkel. Gratuliere dir zur Hochzeit. Danke. Ich nehme an, wenn ich die Frage stelle von 1 bis 10, wie fest bist du im Flow? Im Moment ist es noch 10, oder? Ja, absolut. Ja, ist wirklich eine super Zeit, ja, momentan. Sehr schön. Ja, unglaubliche Erfolge hast du dürfen, 4-8-mal Schweizer Meistertitel. 3-mal Olympiateilnahme, 2 EM-Silbermedaillen, dann 2011 aufgehört hast du den Höhepunkt, den EM-Titel. Und am Ende des Jahres dann noch Schweizer Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Von all diesen Titeln, welches war eigentlich der schönste? Ja, schon der EM-Titel am Schluss. Also eigentlich seit dem ganzen Jahr 2011. Ich habe nicht gedacht, dass es noch gut rauskommt. Ich war recht verletzt vorher und einfach gesagt, die EM in Bern ist mein letzter Wettkampf. Und habe dann zwischendurch eher gedacht, ui, das wird vielleicht ein blamabler Abschied dort, weil ja, ich wirklich nicht so gut in Form war und dass ich dann wirklich gewinnen konnte. Und dann auch noch eben Schweizer Sportlerin des Jahres. So, das war dann noch das Tüpfchen auf dem Ei gewesen. Diese Sachen, das werde ich nicht vergessen und kann ich auch bis heute noch nicht so wirklich erklären, wie das alles passiert. Wir sind ja hier im Flowcast. Was sind denn die Momente, die dich im Flow bringen, Sarah? Jetzt momentan oder einfach allgemein? Allgemein. Oder vielleicht auch momentan? Also es ist schon Bewegung. Wenn ich körperlich im Flow bin, dann bin ich auch mental im Flow. Also wenn ich zum Beispiel jetzt heute habe ich noch keinen Sport machen, das ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Aber ja, ich mache sonst fast jeden Tag Sport und ich fühle mich immer mega gut, wenn ich etwas gemacht habe, egal was, ich irgendwie Joggen, Schwimmen, Velofahren, aufs Eis gehen, Fitnesstraining. Ja, das finde ich einfach, das gehört zu mir. Und oder tanzen oder einfach so mich bewegen, dann ja, sagen wir Musik und Bewegung, das sind Sachen, die mich sehr im Flow bringen. Musik, aber nicht singen? Genau, nicht selber singen. Also Musik hören und eben mein Mann macht mich immer ein bisschen, lacht mich immer ein bisschen aus, wenn sobald Musik läuft, ich irgendwie anfange umbewegen und das, ja, das muss ich einfach, das gehört zu mir. Was ist denn für dich überhaupt Flow? Es ist vielleicht das Gefühl, wo man sich gut fühlt und gar nicht genau weiß, warum. Im Sport redet man ja auch so viel vom Flow. Mhm. Eben zum Beispiel an dieser Europameisterschaft würde ich sagen, bin ich im Flow gewesen und es ist einfach gelaufen und ich konnte gar nicht erklären, warum. Es ist so ein bisschen das Gefühl, das man sucht, aber vielleicht manchmal nicht so ganz bewusst weiß, wie man es findet. Also so eine Mischung zwischen loslassen und trotzdem konzentriert sein. Und also, wenn man einfach nichts macht, oder? Und einfach darauf warten, bis der Flow kommt, dann kommt er wahrscheinlich auch nicht. Also, es braucht so gewisse ja, bewusste Sachen, also so, dass man Action nimmt, also etwas dazu tut und nachher aber trotzdem kann loslassen. Kommen wir ein bisschen zurück in deine Geschichte. Ich glaube, zum ersten Mal auf dem Eis bist du schon mit 2 gewesen, oder? Genau, ja. Also meine Eltern waren so ein bisschen auch auf dem Eis zu Hause. Mein Vater als Hockeyspieler, so hobbymässig. Und meine Mami als Eiskunstläuferin, auch hobbymässig, aber sie waren doch ja, halt viel auf der Eisbahn gewesen und auch in den Clubs dann in Bülach, wo ich aufgewachsen bin, sehr engagiert. Und ja, irgendwann ohne Druck, aber irgendwann ist das so wie von allein gegangen. Ja. Und hast du gerade gemerkt, Eis, da bin ich zuhause, da finde ich meinen Flow? Ich kann mich wirklich eigentlich nicht mehr so an den Anfang erinnern. So aus den Erzählungen von Mami weiss sie einfach, dass ich mich gerne bewegt haben, dass ich, sie sind froh gewesen, dass ich dort meine Energie rauslassen konnte, weil ich immer, ich kann auch zum Teil so ein Gestellchen anlegen in der Freizeit, weil ich immer irgendwo runtergefallen bin und rumgerannt und davon gerannt und eben irgendwie alles angeschlagen und dort wieder nähen und das. Darum habe ich mich gerne bewegt, aber eben, ich habe auch sehr gerne dann Fangis gemacht auf dem Eis und
irgendwie, wenn es nass, also nass war, vom Regen irgendwie rumgeschliffert, irgendwie auf dem Füdli Pirouette gemacht, anstatt sonst Pirouette geübt und so. Also wirklich so spielerisch, das hat mir mega Spass gemacht. Also es hat dir immer Spass gemacht. Wann hast du so ein bisschen gemerkt, Moll, da ist auch Potenzial rum, um das wirklich professionell zu machen und Geld verdienen und an Wettkämpfe gehen? Also das sind wie noch zwei verschiedene Sachen. Also gemerkt, dass ich Potenzial habe oder andere haben es vielleicht gemerkt, ist vielleicht so mit 7, 8, 9 gewesen. Aber dort hätte ich nie gedacht, dass ich mal damit kein Geld verdiene. Für mich war es so, also ich habe nicht gewusst, dass man das als Job machen kann. Und es war auch nie irgendwie der Anspruch gewesen. Es ist dann mehr so Step by Step gekommen. Der erste grosse Schritt war vielleicht nach dem Abschluss der Schule oder beziehungsweise ich war im normalen Gymi und dann bis ein Jahr vor der Matur und der Schritt, ich bin nachher raus vor dem Olympia- und Maturjahr in einer Privatschule, also und habe nachher eine Erwachsenen-Matur gemacht. Dort ist so der erste bewusste Schritt für den Sport, etwas anderes aufgeben, um eben mehr trainieren und das ist dann schon, was bin ich dort gewesen? Ja, so 17. Das war dann schon ein wichtiger Schritt gewesen. Aber was hat denn so die kleine oder junge Sarah Meier wollen werden, wo sie noch nicht an das gedacht hat? Ja, das ist eben lustig. Ich hatte nie so einen Traumberuf sonst gehabt. Ich wollte schon immer gute Eiskunstläuferin werden. Ich hätte sonst ja nicht genau gewusst, was. Aber ich weiss nicht, in dem Alter, wo man sich entscheiden muss, dann bin ich ins Gymi, damit ich noch ein Zeitchen nicht entscheiden muss, was ich dann beruflich mache. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht Eiskunstläuferin geworden wäre, hätte ich vielleicht Sport studiert. Ja, irgendetwas sonst mit Sport noch gemacht. Aber man kann schon sagen, du hast es immer gerne gemacht. Ich freue mich manchmal. Bei mir war es auch so, ich habe seit klein eigentlich immer gewusst, was ich will machen. Mhm. Aber ich weiss einmal nicht, ist man dann einfach irgendwie so ein bisschen immer in diesem Rhythmus drin. Man hat das jetzt schon immer gemacht und man findet das einfach cool. Oder hat es einen Moment gegeben, wo so als oft im Teenageralter sind ja dann Kinder, ja, nein, jetzt schiesst mich das an. Das weiss ich auch nur aus den Erzählungen von meiner Mami, dass ich wirklich als Kind dann gesagt habe, im Sommer wollte ich einfach in die Body und im Sommer haben halt bei uns alle Eisbahnen zu. Das heisst, wir mussten weiterfahren, irgendwie zwei, dreimal in der Woche auf Weinfelden oder was immer noch, auf Herisau. Also, so bisschen, das hat dann, also ist natürlich auch für meine Eltern ein Aufwand gewesen. Und sie haben dann gefunden, also wenn ich schon sage, ich will lieber in die Body, dann soll ich in die Body, oder anstatt aufs Eis. Und im Winter habe ich dann immer gesagt, doch, jetzt will ich eigentlich doch wieder aufs Eis. Also sie haben mir dann auch ein bisschen die Freiheiten gelassen und durch das bin ich vielleicht dann auch so lange dabei geblieben. Nachher hat es aber eigentlich nie mehr Phasen gegeben, wo ich auch in der Pubertät oder so. Also Eislaufen war für mich immer so das Ein und Alles gewesen. Und wenn ich verletzt war, dann bin ich recht unausstehlich gewesen, weil ich ja eben nicht konnte trainieren, wie ich hätte wollen. Und ich hatte auch gewisse Freiheiten sonst. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe jetzt nur das Eislaufen in meinem Leben gehabt. Cool fand sicher auch, dass meine besten Freundinnen auch Eiskunstlaufen gemacht haben. Das heisst, wir sind irgendwie in die Schule, dann hat uns ein älterer Teil von uns abgeholt und aufs Eis gefahren. Dann sind wir dort, haben wir zusammen trainiert. Am Mittwochnachmittag haben wir sonst noch abgemacht. Also, das ist so ein einfach, ja, aber es stimmt schon, es war halt unser Leben gewesen. Wir haben es auch gar nicht in Frage gestellt. So. Ja. Okay, aber es hat nie den Moment gegeben, wo du gesagt hast, eigentlich mag ich jetzt heute nicht. Ja, doch. Also in einzelnen Trainings hat es das natürlich schon gegeben. Vor allem auch gegen den Schluss, eben viele Verletzungen. Dann habe ich viel oder eben nicht mehr mögen. Ja, das hat es schon gegeben. Aber dann habe ich dann wieder meine Ziele im Kopf gehabt und denkt eben Step by Step. Mit meiner Trainerin, ich habe auch mit einem Sportpsychologen geschafft. Da hat es schon schwierige Phasen gegeben, die ich auch oft nicht weiter gewusst habe. Und auch Tränen und Verzweiflung. Und ja, mit der Hilfe von allen habe ich dann dort mich wieder herausgefunden. Manchmal besser, manchmal weniger gut. Ja. Mit 15 hast du schon den ersten Titel gehabt im Einzellauf, gell? Ja, es könnte sein, ich weiß gar nicht mehr ganz so genau, aber ja, im Eislauf ist halt alles relativ früh, also ab 15 kann man in die Elite starten und dann, ja, mit 20 ist man schon alt und als ich irgendwie dann aufgehört habe, bin ich schon die Allerälteste. Ja. Wann ist so der Moment gekommen, wo du auch gefunden hast, mal, jetzt setze ich alles auf die Karte, also das war eben so ein bisschen mit 17, sagst du? Ja, dort war das eine Mal und dann ist es eben noch mal los, ums Studium gegangen ist, dort bin ich ab 20 gewesen. Als ich das Studium angefangen habe und dann gemerkt habe, dass es nicht mit dem Eislaufen zusammengeht. So die Entscheidung für das eine oder andere, das war dann definitiv für mich klar. Also ich musste auch nicht lange überlegen, dass ich es so probiere. Ich habe immer gedacht, wenn ich es ein Jahr probiere und mir fehlt etwas, dann kann ich immer noch wieder anfangen. Aber ich habe dann gerade gemerkt, eben, ich konnte den Tag so locker mit Training und halt auch, was dazugehört, Physiotherapie, Erholungsstretching.
Und auch halt Autofahrten an die verschiedenen Trainingsorte. Ist mir also gar nicht langweilig gewesen. Von dem her habe ich dann schnell gewusst, dass es die richtige Entscheidung ist. Du hast schon vor erwähnt, das Ziel vor Augen haben. Wie wichtig ist das im Sport gerade? Für mich war es das Wichtigste. Also ich habe immer so mit Ziel geschafft und auch das visualisiert, eben mir vorgestellt, wie das dann ist. Und ja, wenn es nur kleine Ziele sind, oder manchmal sieht man einen Berg vor sich, weil man denkt, das Ziel, das ich mir gesteckt habe, das schaffe ich nie. Darum habe ich wie so, man sollte ja auch träumen, so wirklich höhere Ziele gehabt, Fernziel. Und dann aber auch jeden Tag wie ein Ziel, für jedes Training ein kleines Ziel, für jedes Krafttraining vielleicht heute wollen das Gewicht mögen, heute besonders fest durchbeissen und auch im Eistraining so, ja, jedes Training, jeden Tag wieder kleine Ziele gesteckt. Also kleine Etappenziele war so eines der Rezepte. Ja, genau, eben das, damit man halt auch mal kann positiv, ja, das positives Training beenden kann. Wenn man immer nur ganz hohe Ziele hat, ist man immer nur frustriert, das tut auch nicht gut. Also dann, eben, wenn ich mich zum Beispiel körperlich nicht gut gefühlt habe, ist für mich auch, oder ich wusste, technisch bin ich im Moment nicht so auf der Höhe, dass ich dann trotzdem gut trainiert habe, zum Beispiel nicht gerade das Ziel eine fehlerfreie Kür, sondern das Ziel einfach mein Programm oder beide Programme heute voll durchziehen, ohne aufzuhören in der Mitte, egal wie viel Mal dass ich umgehe zum Beispiel. So ein bisschen, das können ja auch Ziele sein, die können ganz verschieden sein. Ja. Und wenn du ein Ziel mal nicht erreicht hast, wie hast du dich da gefühlt und auch wieder aufgerafft, dass du wieder positiv drauf gewesen bist? Natürlich, vor allem nach dem Wettkampf ist es einmal nicht so lustig, ja, wenn man Gefühl, Ziel nicht kann erreichen kann, dann sind Gefühle ja, im Keller, Frust. Ich bin jemand, der das auch recht rausgelassen hat, dann mit meinen Trainern, Eltern, Schwestern all, besprochen und auch ein bisschen rausgelassen bei ihnen. Und dann habe ich aber ja, auch durch meine Trainerin, die dann gesagt hat, gut, zum Beispiel nach einem Wettkampf, wo der erste Teil schlecht ist und man hat noch einen zweiten Teil, gut, jetzt lässt du alles raus und dann konzentrierst du dich halt wieder aufs nächste Ziel. Nach einem Wettkampf bin ich trotz Misserfolg einmal auch irgendwie motiviert gewesen, weil ich gesehen habe, was ich alles noch muss verbessern oder will verbessern. Das Messen mit den anderen, sehen, was die machen. Dann, sobald ich wieder im Training war, hat das schon wieder angefangen, mit den neuen Zielen stecken und vorwärts zu schauen. Und dann gibt es natürlich die schönen Momente, wo man die Ziele erreicht. Wie fühlt man sich da? Ja, wahnsinnig gut. Es ist einfach ein schönes Gefühl, eben das dann auch mit allen Leuten zu teilen, die einem eben geholfen haben. Und was ich so ein bisschen gemerkt habe in der Karriere, ist, dass, wenn ich nur durch musste, dann ist es schon, habe ich das viel mehr geniessen können. Weil ich auch Erfolg hatte, wenn ich jetzt zurückschaue, zum Beispiel eben die zweimal EM-Silber, da habe ich mich in dem Moment eigentlich nicht so gefreut. Und ich finde das fast ein bisschen schade. Man rennt dann so etwas hinterher und ist eigentlich dann selten zufrieden, weil man eben immer sieht, was man noch hätte besser machen sollen. Und gegen den Schluss, wo ich wirklich so ein bisschen Misserfolge auch viel hatte, an Verletzungen und so schwere Sachen, habe ich dann das viel mehr geniessen können. So ein bisschen, man redet ja auch oft so ein bisschen von dieser Lehre. Ja. Das habe ich jetzt nicht so gehabt, weil ich immer nicht zufrieden war. Also ich war ja nicht so gut gewesen wie gewisse andere. Ich weiss nicht, wenn ich Weltmeisterin oder Olympiasiegerin gewesen wäre, wie es dann gewesen wäre. Aber, und da ich nach dem EM-Titel gerade aufgehört habe, habe ich dann wie auch keine Lehre gehabt, weil ich gerade neue Sachen hatte. Bin ich eigentlich immer, ja, habe es schön gefunden und fast ein bisschen schade gefunden, habe ich es nicht mehr genossen. So im Nachhinein kann man das natürlich sagen. Ja, man lernt ja auch Sachen. Ja, absolut. Wie wichtig war so der Fokus bei dir? Im Leben allgemein oder jetzt gerade im Sport? Bist du voll fokussiert gewesen, oder hast du dich gar nicht mal so krass fokussiert? Ich finde es noch lustig. Also, als ich Spitzensport gemacht habe, hätte ich immer gesagt, ich bin ja nicht so krass fokussiert wie andere. Ich trainiere vielleicht weniger Stunden als andere. Und gehe auch ab und zu mal in den Ausgang, habe Kollegen, habe irgendwie ein normales Leben. Und jetzt, als ich so von außen, jetzt, als ich wirklich ein normales Leben habe, würde ich sagen, denke ich manchmal schon zurück und denke, oh nein, ich war so krass fokussiert gewesen. Oder ich hätte nicht einmal ein Training abgesagt wegen irgendetwas oder ausgelassen. Also, ich glaube, in der ganzen Karriere nicht. Außer eben, man ist sich verletzt oder so. Aber weil man irgendwie keine Lust hatte. Oder ich wäre nie ein Wochenende spontan mit Kollegen oder jemand anderen. Oder einfach so. Das habe ich wie erst im Nachhinein realisiert, dass doch der Fokus und so die Leistungsbereitschaft, auch auf Sachen zu verzichten, doch recht gross war. Also du hast es schon recht ernst genommen? Ja,
Ich habe es sehr ernst genommen. Ja. Aber in dem Moment, wo du drin gesteckt bist, hast du manchmal doch gefunden, ich bin weniger fokussiert als andere. Ja, also wenn ich zum Beispiel einfach gesehen habe, dass Kolleginnen von mir zum Beispiel in ein anderes Land gezügelt sind, alles aufgegeben haben, halt weg von der Familie, weg von den Kollegen und von morgen bis Abend trainiert haben, habe ich das Gefühl gehabt, habe ich irgendwie weniger Opfer gebracht, so wenn man das so sagen kann. Ich habe zuhause gewohnt, auch weil ich gewusst habe, dass es meine Leistung auch fördert, wenn ich in meinem sozialen Umfeld kann bleiben kann. Und ja, körperlich muss halt jeder sein Mass finden. Mehr Training ist ja nicht unbedingt besser. Also qualitativ habe ich gut trainiert, nicht unbedingt quantitativ mehr. Einfach weil auch mein Körper, ja, ich würde sagen, nicht unbedingt gemacht ist, für jetzt irgendwie 7-8 Stunden pro Tag zu trainieren. Habe ich vor allem im Alter, wenn ich das so kann, in Anführungszeichen Schlusszeichen sagen, so zwischen 22 und 24, 25, wenn ich aufgehört habe, dann habe ich schon recht, mich auf den Körper Sorge geben. Ja, du hast ja gesagt, mit 20 ist man schon alt in diesem Sport. Ja, ist das so? Also eben die Olympiasiegerin ist jetzt 15, die letzte Olympiasiegerin ist auch, also die sind meistens so um die 16, 18. Und dann, aber weil die natürlich dann auch meistens von 4, 5, 6 anfangen, richtig viel trainieren. Ja, und es ist halt doch der sagen wir mal, Kinderkörper, der ist sicher geeignet zum Eiskunstlaufen. Vor allem die Sprünge fallen einem leichter. Ich habe auch schon eigentlich mein ganzes technisches Können praktisch mit 12 gehabt. Und da habe ich dann, ich bin stabiler geworden, habe mich künstlerisch verbessert, sicher viele Sachen, aber so rein technische, das fällt einem schon einfacher, wenn man jünger ist. Man hat dann weniger Angst vor dem Springen. Ja, da gibt es viele Sachen, die helfen. Du hast gerade gesagt, Angst vor dem Springen. Ist die irgendwann gekommen im Alter? Ja, also ich habe einfach gewusst, wenn ich jetzt einen krassen Sturz habe, dann kann das Training vorbei sein. Oder? Darum bin ich, wenn der Absprung vielleicht dann nicht so richtig gut war, habe ich dann nur zweifach anstatt dreifach einen Sprung gemacht. Aber wenn man halt richtig will, auch Fortschritt machen, also heute machen es zum Teil schon vierfache, also dann geht man halt pro Training irgendwie 20, 30, 40 Mal um. Und mein Körper hat einfach gewusst, er mag das nicht mehr so vertragen und bin dann halt schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Du hast höchst eben Titel gewonnen und dann ist es auch ein bisschen bergab gegangen, wie du schon selber gesagt hast, eben Verletzungen nicht dort hergekommen, wo du willst. So in dem Moment, wenn man so ein bisschen am Boden zerstört vielleicht auch, ich weiß nicht, was das Gefühl war, wie hast du dich dort aufgerafft? Also gutes Umfeld, hast du gesagt, Sportpsychologe. Ja. Gibt es da so ein Rezept oder einen Tipp, wo an den Leuten weitergeben kannst, wie man da sich wieder aufkämpft? Ich glaube, es ist schon recht individuell, auch wie man mit so etwas umgeht. Eben ich war jemand, der einfach sehr offen mit dem, also gerade den Frust und alles rauslassen muss. Also eben, ich kann mich noch erinnern, wo ich in meiner letzten Saison, und das war dann irgendwie 4 Monate vor dieser Europameisterschaft, wo ich meinen letzten Wettkampf machen wollte, mir die Bänder gerissen habe an einem Wettkampf im Training. Und dort hatte ich wirklich das Gefühl, die Welt geht jetzt in diesem Moment unter. Also ich bin so, zu meiner Trainerin gesagt, so, das war es jetzt gewesen, und jetzt höre ich gerade auf. Und irgendwie am nächsten Tag war es schon gewesen, ja, aber jetzt kann ich doch so nicht aufhören. Yeah. Einfach ja, offen alles rauslassen, was mich irgendwie belastet hat. Und dann wieder versuchen, halt, die kleinen positiven Sachen zu sehen. Ich meine, eben das Relativieren, sich ein bisschen rausnehmen, versuchen, sein eigenes Leben ein bisschen aus Distanz anzuschauen. Man hat mega Glück im Leben. Ich bin eigentlich gesund. Ich kann eine Familie, ich habe ein schönes Leben und der Sport, ja, der ist dann natürlich schon wichtig für mich. Es ist noch ein Plus, wenn es dann dort auch noch gut läuft, ein bisschen so versuchen zu denken. Und du hast ja auch dein Geld mit dem verdient, oder? Ja, das stimmt. Wobei, so Existenzängste habe ich dann nie gehabt, weil also mich haben auch meine Eltern sehr lange müssen, wollen, dürfen unterstützen. Also ich bin ihnen da sehr dankbar und klar, habe ich gewusst, dass ich mit dem Geld verdiene, aber sonst wäre ich halt studieren und ich habe gewusst, dass meine Eltern mich auch würden unterstützen, wenn ich nachher noch eine andere Ausbildung machen will. Mein Ziel war einfach immer, dass wenn ich aufhöre, dass ich so viel auf der Seite habe, dass ich mir noch eine eigene, also eine alleine Ausbildung finanzieren könnte. Ja. Aber da habe ich, also ich habe mich nie finanziell unter Druck gefühlt, zum Leisten. Okay, das ist ja recht wichtig, oder? Das ist ja für mich immer sehr, auch ein Luxus gewesen. Das haben natürlich auch nicht alle. Ja. Und dann hast du dich entschieden, wann war das? Ich höre jetzt auf. Ist das so 2010 gewesen? Nehme ich mal an. Also, ja, als Sportler denkt man immer so ein bisschen im Olympiarhythmus. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, 2010, also nach 2006 habe ich entschieden, gut, mach noch 4 Jahre weiter.
Und dann ist die Saison 2010 ist mir wirklich nicht so nach Wunsch gelaufen. Vor allem die WM war dann die schlechteste, eigentlich, wo ich je gelaufen bin. Und dann habe ich wie gefunden, ah, so kann ich doch irgendwie nicht aufhören. Und eben die EM in der Schweiz wäre schon ein schönes Ziel. Und dann ist der ganze Sommer ist wie immer wieder so ein bisschen, ja, nein, ja, nein. Dann habe ich gedacht, ich mache mal Sommertraining und schaue, das ist mir eigentlich gut gelaufen. Und eben, es ist ja immer schwierig, alle sagen immer, ja, auf dem Höhepunkt aufhören, aber man weiß ja nie, wann der ist. Also klar, wenn man irgendwie Weltmeister, Olympiasieger wird, dann kann man vielleicht, denkt man vielleicht, dass das der Höhepunkt sein könnte. Aber ich habe ja nie so ein Wahnsinnsresultat gehabt. Ich habe nach EM Silber immer gedacht, ich hole mal noch Gold oder vielleicht hole ich mal noch eine WM-Medaille. Ja. Eben, man hat ja Ziel. Und dort habe ich dann schon gemerkt, also viel besser wird ich nicht mehr mit Verletzungen. Ich kann nicht mehr so trainieren und alles. Und dann habe ich mir einfach gesagt, also entweder höre ich jetzt auf oder eben an der EM zu Hause, in dem Sinne in Bern. Und in diesem halben Jahr hat es noch etliche Mal gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt höre ich, nein, jetzt höre ich auf. Und dann wieder, nein, komm, jetzt machst du doch noch bis dann weiter. Und am Schluss irgendwann habe ich gesagt, also wenn ich muss einen Tag vor der EM sagen, es geht nicht, dann sage ich es halt einen Tag vorher, aber vorher gebe ich nicht auf. So. Yeah. Und dann ist es ja... Ja, eben am Schluss hast du stundenlicherweise noch gut rausgekommen. Ja. Was meinst du, warum ist es so gut gekommen? Ist auch der Druck vielleicht weg gewesen? Nein, also ich war am meisten nervös gewesen, eigentlich in meinem ganzen Leben. Also ich bin immer jemand, der nervös war, aber dort an dieser EM konnte ich irgendwie die ganze Woche nicht recht können schlafen, essen. Bin ganz schlapp gewesen von der Nervosität. Ich habe wirklich gedacht, eben, ich werde das ganze Leben an diesem Moment denken und denken, was ich jetzt anders machen soll. Um einen guten Abschluss haben von der Karriere. Darum habe ich mich selber wahnsinnig unter Druck gesetzt. Ich glaube, also ich habe wahnsinnig intensiv eben zum Beispiel mit dem Sportpsychologen geschafft. Also alles, was ich nicht trainieren konnte, habe ich versucht, sonst zu kompensieren. Ich war irgendwie jeden Tag in der Physio, ich habe mit meinem Konditrainer. Also ich war körperlich eigentlich so bereit gewesen. Ich hatte technisch einfach diese Sachen nicht so auf der Reihe gehabt, weil ich nicht so gut die Wiederholungen kann, zum Trainieren. Aber alles, was wir können, haben wir gemacht, mir vorgestellt, wie das ist in dieser Halle. Wir sind dort hin trainieren. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es dann kalt wird sein, weil Kälte für mich eigentlich etwas ist, was ich gar nicht gerne habe. Erstaunlich eigentlich in einem Beruf. Ja, genau. Aber dann haben wir extra noch so einen Body machen lassen für unter das Kostüm, eben, weil man kann ja nicht irgendwie Händchen oder irgendwie ein Jäckchen anlegen. Also ich glaube, am Schluss wissen tue ich es nicht, aber eben so ein das Glück vom Tüchtigen, ich habe einfach alles gemacht, was in meiner Macht gestanden ist, dass es in dem Moment noch klappen kann. Besser genau. Hättest du nicht aufhören können. Ja, das ist wirklich so. Oder? Gewesen, ja. Also, das ist wahnsinnig gewesen, ja. Alles richtig gemacht. Ja, eben, man kann nach am Schluss immer sagen, alles richtig gemacht, hätte irgendwie, wäre es nicht aufgegangen und ich hätte mich genau gleich vorbereitet, dann würde ich mich jetzt fragen, was hätte ich noch sollen und ist es doch nicht richtig gewesen, zu aufhören und so. Yeah. Und jetzt bin ich darum sehr froh, dass alles geklappt hat, weil eben im Sport ist halt so viel unvorhersehbar. Ja. Gab es einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, ich bin nicht zufrieden gewesen, weil ich vielleicht jetzt das Gold dort nicht geholt habe oder so? Wo vielleicht sogar heute noch denkst, ist schon schade, habe ich dort nicht noch ein bisschen mehr geben können. Gibt es das so Tage? Nein, also jetzt gar nicht mehr. Also ich meine, ich denke zurück und denke, wieso bin ich an Olympia, habe ich genau dort einen Magen-Darm-Grip gehabt. Ist schon recht ein blöder Moment, so, wenn man irgendwie 5 Jahre nie krank ist. Aber dann schaue ich zurück und denke, ja, es hätte irgendwie alles so müssen sein. Und auch mit Sachen wie, da bin ich vielleicht, habe ich das Gefühl gehabt, von den Preisrichtern, da haben sie mich jetzt gar nicht gut bewertet. Das andere Mal habe ich wieder Glück gehabt. Also ich habe so ein bisschen Philosophie, dass sich alles im Sport ein bisschen ausgleicht und eben man lernt aus den Fehlern. Und von dem her hadere ich da gar nicht mit dem einen oder anderen Moment. Du hast vor oft schon das Wort visualisieren gebraucht, dass das ein wichtiges Element war bei dir im Sport. Ja, sehr, ja. Also ich bin auch sehr ein visueller Mensch und das hat mir auch immer sehr geholfen. Also meine Kühe vorstellen, meine Sprünge, Elemente, aber auch eben, wie es in einer Halle aussieht, dass einem dann alles schon so wie bekannt vorkommt. Der ganze Ablauf, wie man sich einwärmt. Ja, das, und ich brauche das auch jetzt noch ab und zu im Alltag. Also wenn ich irgendwie Situationen habe, wo ich denke, dass es schwierig wird, ja, dann brauche ich eigentlich die Sachen, die ich aus dem Sport gelernt habe, brauche ich die auch heute noch. Ich kann gerade sagen, was hast du in diesen Jahren gelernt, die du auch heute noch brauchst? Ja, sicher mit Stress umgehen.
auch zum Beispiel gewisse Atemübungen oder so visualisieren oder in positiven Sachen oder zum Beispiel Sachen entscheiden, emotional oder rational, eben positive, negative Ja oder Nein, Punkte aufschreiben, dann irgendwie eine Bewertung geben und dann am Schluss hat man so ein rationales Ergebnis und dann, man kann ja dann trotzdem immer noch mit dem Bauch entscheiden, aber das sind auch so Sachen. Dann andere Leute zur Hilfe bitten zum Beispiel ist etwas, weil im Sport gibt es so viele, die Profis sind in ihrem Bereich. Ich habe mit so vielen Leuten zusammengearbeitet und das mache ich eigentlich auch heute noch. Ich frage viele Leute um ihren Rat, was sie meinen zu gewissen Sachen. Ja, Stressbewältigung oder eben, mein Mann macht ja noch Spitzensport. Ja. So, wir sind auch viel zusammen, um über solche Sachen zu diskutieren, wie man kann, ja, einfach unter Druck und unter Stress arbeiten kann. Ja. Und was hast du einmal so kurz vor dem Wettkampf gemacht? Was ist dir durch den Kopf gegangen? So eine Minute, bevor du aufs Eis bist? Ich hatte viel so Ritual, also mehr so Gewohnheiten, mit nochmal schnell die Schlittschuhe abziehen, dann die Schlittschuhe nochmal binden. Ich musste immer noch mehrere Male so nochmal binden und das Röckchen noch schnell richten, dann einen Zitronenschnitz nehmen, damit ich kein trockenes Maul habe. Mit meiner Trainerin noch schnell zwei, drei Details durchgehen, so entweder technische Sachen oder manchmal auch nur eben so ein bisschen Motivationssachen, die sie mir gesagt hat. Und dann war ich immer sehr nervös gewesen und sobald ich da gestanden bin und die Musik angefangen hat, ist wie wichtig gewesen, dann nicht mehr 700 technische Sachen überlegen, sondern eben dann hat man ja eigentlich trainiert und die Musik kommt und dann, eben wenn es gut kommt, kommt man dann in den Flow, dass man einfach kann, das Muskelgedächtnis, dass man diese Sachen einfach abrufen kann, so wie man es trainiert hat im Training. Und die Ritual, wie findet man die Ritual? Ist da eine Trainerin und gesagt, du Sarah, das wäre noch ein Ritual für dich? Nein, gar nicht. Also viele Sachen haben sich einfach ergeben. Viele Sachen sind Gewohnheit und auch Gewohnheit eben, das gibt einem dann so gewisse Halt in Situationen, wo man sonst vielleicht unsicher ist und einem Sachen irgendwie unbekannt vorkommen. Aber es hat jetzt nichts, was mir so aufgezwungen worden ist. Aber klar, manchmal ist es so ein bisschen versuchen und dann geht es nicht. Zum Beispiel eben, ich habe dann mal gefunden, mich braucht ein Wettkampf wahnsinnig. Also ich bin wahnsinnig K.O. nachher, einfach obwohl ich das Gleiche ja trainiere, wenn ich im Wettkampf mache, aber einfach von den Nerven. Weil ich jemand bin, der schlapp wird, wenn ich nervös bin und mich dann immer so muss wie aggressiv machen und so aufpeitschen und hey, jetzt ist es wichtig und jetzt schauen alle Leute zu und jetzt streng die an. Und dann habe ich das mal mit meinem Sportpsychologen eben besprochen und habe gesagt, jetzt probieren wir mal einen Wettkampf, wo du versuchst, einfach lockerer zu nehmen, wo du einfach Freude hast und einfach gehst. Und das ist dann eben meine schlechteste WM geworden. Okay. Und dann habe ich wie gewusst, es funktioniert für mich nicht, aber eben, wenn ich es ist dann blöd, weil es eine WM war, aber ich muss es an einem wichtigen Wettkampf probieren, weil sonst weiss ich nachher nicht, ob es funktioniert oder nicht. Dann habe ich wie gewusst, gut, ich weiss ja eigentlich, wie es funktioniert, aber dann braucht es mir jetzt halt viel Energie. Dann kann ich halt nicht 10 Wettkämpfe machen im Jahr, wo ich dann gut sein will. Also. Hast du auch einen Mentaltrainer gehabt oder Mentaltraining gemacht? Also das ist eben das, was ich eigentlich mit dem Sportpsychologen gemacht habe. Wie wichtig ist das so im Sport? Ich kenne so Sportler, die das gar nicht haben und sagen, ja, das ist Humbug. Und andere sagen, wohl, das ist jetzt Standard. Es ist eben wahnsinnig individuell. Ich würde auch niemandem sagen, es geht nicht ohne. Das, also für mich, ich habe wahnsinnig davon profitiert. Und ich sage, ich finde es fast ein bisschen, wenn der Sport einem sein Job ist, dann finde ich es fast ein bisschen einfach dumm von jemandem, der das nicht nützt, der es nie probiert hat. Weil eben, man kann es ja probieren, wenn es nicht für einen ist. Aber ich finde, alles, was man irgendwie noch ausreizen kann, ja, aber schlussendlich muss es jeder selber wissen. Also ein Versuch auf jeden Fall wert. Ja, absolut, finde ich. Was gibst du so, wenn du die jungen Mädchen siehst, die auch schon auf mir sind, so für Tipps, wie sie es können, an die Spitze arbeiten wie du? Ist immer schwierig, ja, weil eben so ein Rezept gibt es halt nicht. Also, was ich kann sagen ist, ich finde, die Freude ist das Allerwichtigste. Ohne Freude würde man es nicht schaffen, weil man auch eben nicht nur gute Zeiten hat und wenn einem am Schluss die Leidenschaft fehlt und man es nicht einfach so gerne macht, dann hält man es nicht durch, das ist das Einzige. Und es geht vielleicht ein Zeitchen lang, wenn es andere wollen, wenn es die Eltern wollen oder der Trainer, aber irgendwann sieht man, dass es noch anders im Leben gibt, eben so in einem gewissen Alter. Und dann geht es wirklich nur, wenn man es liebt. Und dann zum Balance finden, eben wie viel ist so das Richtige. Es ist sicher ein harter Sport, wo man halt wirklich auch viele Stunden
schon in jungen Jahren muss investieren muss. Aber dass man trotzdem da noch Balance hat, eben so ein bisschen mit dem Sozialen, vielleicht mit der Schule, das finde ich wichtig. Also es gibt wirklich recht viele wichtige Themen. Auch zum Beispiel in der Ernährung sehe ich viel, das ist halt doch schon ein rechtes Thema im Eiskunstlaufen, ja, dünn sein und so, aber dann kenne ich so viele, die aufgehört haben, weil sie dann eine Essstörung oder sonst Probleme bekommen haben mit dem Gewicht auf die eine oder andere Seite. Einfach, dass es so ein riesiges Thema ist, dort finde ich, ist recht so Aufklärungsbedarf. Mhm. Und dort versuche ich einem eben Tipps zu geben, dass die Athleten halt schon früh lernen, dass es wichtig ist, um sich richtig zu ernähren. Und das heisst nicht einfach nichts essen, oder? Und aber auch nicht jeden Tag in McDonald's gehen, halt, dass man dort einfach Balance findet. Balance ist wichtig in vielen Sachen. Ja, ja. Was ist denn die richtige Ernährung allgemein im Leben? Eben genau, das ist ja ein Thema, da können wir ja stundenlang, tagelang philosophieren. Richtig ist natürlich auch individuell, aber ich finde vor allem bei jungen Sportlern sollte es einfach ausgewogen sein, so dass man halt denen nichts verbietet, dass man alles isst oder dass sie alles essen können. Essen. Ja, also ich kann wirklich eigentlich jeden Tag Süßes essen. Man macht ja viel Sport. Ja. Aber es kommt natürlich dann auf den Moment an. Nicht vielleicht, vor man ins Bett geht, noch eine Tafel Schoki essen. Aber wenn man jetzt irgendwie vor dem Training irgendeinen Schokoriegel isst und dann Energie hat fürs Training, dann schadet das ja niemandem. Aber sicher vielfältig essen, eben natürlich viel Vitamine, das ist auch viel Gemüse, viel Früchte. Ja, auch Kohlenhydrat und auch das mal ist ein Glas. Das ist ein riesiges Thema, so. Ja. Wenn ich irgendwo auf Social Media durchstreame, jeder ist Ernährungsberater heute und ja, hat irgendwelche Tipps. Ja, ich meine, das will ich nicht. Ich bin auch nicht Ernährungsberater. Es ist wichtig, dass man eben auch isst, oder? Ja, also das ist absolut noch, wichtig. Schaust du heute noch mega aufs Essen? Nicht so, also mehr durch meinen eben Mann, der sehr aufs Essen schaut. Ja. Und dort ist dann nochmal, also er macht Ironman. Und dort ist dann die Ernährung nochmal etwas ganz anderes. Also Eiskunstlauf ist eine sehr explosive Sportart. Ironman ist sehr lang Ausdauer. Und er ernährt sich darum anders wie ich. Und ich schaue, also ich kann sehr gerne auch gesund essen. Ich schaue auch, dass ich mich ausgewogen ernähre. Aber ich esse auch, ja, ich weiß nicht, ich esse auch Pizza und Schoki und Glasse, aber halt eben im Mass. Eigentlich nicht einmal viel anders als vorher, muss ich sagen. Okay, hat sich natürlich ein bisschen eingespielt über die Jahre, oder? Ja. Dann hast du ja aufgehört mit dem Sport. Mhm. Und heute bist du Journalistin. Ja, genau, ja. Wo bist du gelandet? Ich arbeite bei der Schweizer Illustrierten. Das war eigentlich recht ein Zufall. Ich habe dort mal mit einem Praktikum angefangen. Also sie haben mich mal gefragt, ob ich Lust hätte, mal bei ihnen reinzuschauen, wie sie gerade so eine Schnupperstelle frei hatten, also eine Praktikumsstelle. Und das war in einer Phase, in der ich selber noch nicht so genau gewusst habe, wo ich noch Eislaufshows gemacht habe, 100%. Also ich das ganze Jahr so ein bisschen rumgereist in der Weltgeschichte. Dann habe ich aber gefunden, ja, stimmt, jetzt geht das vielleicht dann langsam zu Ende. So. Jetzt könnte ich mal schauen, was ich sonst noch so machen könnte. Und dann habe ich dort angefangen, aber parallel habe ich dann immer noch, habe ich alle meine Ferien und Wochenende einfach gebraucht, um diese Shows zu machen und fast noch jeden Tag trainieren. Und das hat das eine aber dann so das andere abgelöst. Ja, so nach stimmt, du hast noch den Punkt vergessen. Du hast ja noch recht viele Shows gemacht, international sogar. Gell? Genau, ja. Und Art und Ice, das sind ja auch auf Tour genau. Das hast du 4-5 Jahre noch nachher gemacht? Oder? Ja, genau. Also die ersten 2 Jahre eigentlich Fulltime nach der EM oder sogar 3 Jahre. Da habe ich ja irgendwie 50 bis 80 Shows. Im einen Jahr habe ich 80 Shows gemacht. Eigentlich wirklich sehr viel unterwegs war und das war auch sehr cool. Mhm. Aber dann hat es eben die Phase gegeben, so ein bisschen im Frühling, Sommer, wo dann ein bisschen flauter war und wo ich wie gemerkt habe, dass ich etwas noch brauche daneben. Ja. Und dass ich den Drang habe, um jetzt noch etwas Neues zu machen. Und von dem her ist das dann perfekt aufgegangen. Und dann entdeckt, dass du gute Journalistin bist. Sportjournalistin, muss man sagen. Nicht irgendwie People-Business bei der SC, gell? Genau, nein, im Sport. Und ja, also die Ausbildung ist über alle Bereiche so ein bisschen gegangen. Journalistenschule dann gemacht. Und es hat mir wirklich Spass gemacht. Und ich habe dann gemerkt, ja, eigentlich stimmt schon. Ich habe so, das ist auch so ein visuelles Ding bei mir, dass ich einfach immer die Fehler sehe. Also es ist auch mehr, nicht unbedingt, dass ich immer wahnsinnig aufgesetzt geschrieben habe in der Schule. Nicht unbedingt das. So kreativ, das ist eher etwas, was ich noch lehre, wo ich eben nicht unbedingt haben, sondern mehr das Visuelle, dass ich von der sprachlich einfach weiss, wie es richtig tönt. Und dann das andere eben kann man ja noch lernen. Und was sicher ein Vorteil ist, so ein bisschen Kenntnis im Sport. Obwohl, da lehre ich auch immer noch dazu. Aber das ist dann für mich eine gute Mischung. Ja.
Und das machst du jetzt, du bist Fulltime in der SI, gell? Genau, ja. Ich habe nach von Anfang an 100% angefangen. Eis ist vorbei oder gehst du ab und zu noch? Im Sommer war ich nur irgendwie zweimal. Einmal glaube ich, im Mai und einmal im Juli. Aber jetzt, wenn der Herbst wieder anfängt, also jetzt gehe ich dann wieder öfters. Ich habe auch so ein Showprojekt mit Kolleginnen zusammen. Also ich trete nicht mehr solo auf, zum Beispiel bei Art on Ice bin ich nicht mehr dabei. Yeah. Aber bei noch so kleineren Shows oder auch privaten Anlässen, wo wir eben mit ehemaligen, also es sind auch alles ehemalige Profi-Show-Eiskunstläuferinnen oder sonst auch, die an der EM sind oder WM. Und ja, wir haben da das gemeinsame Projekt und das ist cool sozusagen, statt dass wir zusammen eins trinken, gehen wir einfach zusammen trainieren. Und das macht mega Spass, aber es ist sicher so, dass wir alle nicht Zeit haben, um das noch sehr, sehr intensiv dann eben machen, weil eben das Privatleben ist ja auch noch, wo ich auch ein bisschen mehr Zeit habe als früher. Aber so passt das gerade. Was ich immer noch spannend finde, ist so die Frage, wenn auch jemand in die Fußstapfen quasi will, treten will. Man sieht ja immer so, gerade als Kind oder Jugendlicher, so den Star, sei es jetzt ein Musikstar oder eben eine Eiskunstläuferin, was die für ein schönes Leben haben. Oh. Aber es ist ein harter Weg dorthin. Das vergisst man oft, oder? Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, so heute, jetzt im Zeitalter von Social Media, ist das ja noch fast extremer, weil man immer das Gefühl hat, eben, egal ob es jetzt Stars sind oder so, aber egal, die anderen haben das schönere Leben, oder? Und alles, was hinter den Kulissen passiert, das sieht man halt nicht. Aber eben, ich finde, also ich habe trotzdem jetzt bei mir immer gefunden, dass das Positive absolut überwogen hat, immer. Und klar gibt es auch harte Zeiten, das gibt es in jedem Sport, das gibt es auch im Berufsleben. Zeiten, wo es mal nicht so hart ist. Und ja, also ich meine, ich freue mich, wenn die Leute wenn sie wegen mir angefangen haben, Eiskunst zu laufen. Ich finde das mega schön und ich bin eigentlich jedes Mal erstaunt, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie ein Fan ist oder Mütter mir das erzählen oder so, weil ich das gar nicht so realisiere, dass das immer noch Leute gibt, die mich irgendwie kennen. Und ich finde das, ja, das ist ja schön, dass und das muss ja auch nicht jeder auf Spitzensport machen. Ist ja schön, wenn es einfach auch ein Hobby ist. Absolut. Es sind noch ein paar Fanfragen reingekommen an dich. Und zwar hat jemand gefragt, Monika, welcher Film über das Eislaufen würdest du empfehlen? Gibt es überhaupt etwas? Oh ja, es gibt schon ein paar. Aber wenn ich jetzt die Namen noch wüsste, also die meisten kennen ja Blades of Glory, oder? Aber ich wüsste jetzt nicht, ob man das wirklich als Eislauffilm bezeichnen kann. Ja, so der I, Tonya. Der, der jetzt gerade in den Kinos gelaufen ist. Ich glaube, er hat auch Oscars gewonnen. Oder zumindest einen. Ja, wohl, glaube ich, für die beste Nebentrolle. Den habe ich super gefunden. Auch wenn er natürlich ein überspitzt ist und nicht alles zur Wahrheit also ganz entspricht. Obwohl, man weiß es ja auch nicht so genau. Ja, es geht um eine Eiskunstläuferin, die damals, das wissen die meisten, die Attacken, wo eine also eben, das weiß man jetzt nicht so genau, was sie gemacht hat, aber ein Bodyguard von ihrem Mann hat dann die Konkurrentin mit den Eisenstangen runtergeschlagen ins Knie. Okay. Also das ist eigentlich eine wahre Geschichte. Okay. Und die da hat natürlich nachher nicht mehr, ist gesperrt worden, hat nicht mehr unterrichten dürfen. Also ist in der ganzen Szene natürlich ja, ziemlich nicht mehr gefragt. Sie hat dann als Boxerin irgendwie ist sie... hat sie es noch versucht und durch den Film ist sie jetzt halt wieder ein bisschen in die Medien gekommen. So. Ja. Sonst, ja, da gibt es ja irgendwie noch die Eisprinzessin und alles, aber ich bin jetzt, also sonstige Eislauffilme wüsste ich jetzt nicht gerade, es hat früher mal noch einen gegeben, aber ja, da wüsste ich jetzt den Namen nicht mehr. Und noch eine Frage, eher private von der Anina. Okay. Wo gehst du gerne in die Ferien? Oh, ich war schon an so vielen Orten und will noch an so viele Orte gehen. Ich versuche immer etwas Neues zu entdecken. Also das kann zum Beispiel auch in der Schweiz. Ich bin auch gerne in den Bergen zum Beispiel. Aber jetzt hat es mich doch auch durch meinen Mann schon die letzten 4 Jahre auf Hawaii gezogen. Also jetzt gehe ich dann das 4. Mal. Also Hawaii finde ich, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Auch Australien finde ich super. Ja, ich bin gerne in der Natur raus. Versucht dort immer wieder so etwas Neues zu sehen. Letztes Jahr waren wir in Kalifornien und Utah, Nevada, ja. So Grand Canyon. Das ist auch, hat mich mega beeindruckt. Ja, also ich könnte jetzt fast nicht so eine Destination. Früher habe ich mir gesagt Vancouver. Mhm. Dort war auch Olympia und halt, wo man Bergen und das Meer näher hat. Finde ich auch wahnsinnig. Und Stadt und Land, so etwas beides. New York liebe ich. Also ja.
könnte an vielen Orten auf dieser Welt, glaube ich, auch leben. Sehr spannend war mit dir, Sarah. Ich habe noch irgendein Vorurteil. Das kannst du mir jetzt beantworten. Ja. Ich frage mich, ich bin einmal in der Kebo, ist das, glaube ich, dort wird ja auch trainiert, gell? Ja, genau. Bin ich einmal reingelaufen und ich habe gesehen, Mütter, die ihre Töchter so übel zusammengeschissen haben. Oh, wirklich? Okay, ja, das gibt es das oft oder ist das ein Zufall gewesen? Also das Klischee gibt es ja von der bösen Eislaufmutter, gibt es ja wahrscheinlich nicht um sonst. Also ja, das gibt es. Ich bin froh, haben mich meine Eltern nicht unter Druck gesetzt. Also klar, eben, meine Mami hat mir auch erzählt, ja, weißt, alle anderen haben immer 2-3 Stunden trainiert und du hast nach einer halben Stunde gesagt, du seist jetzt fertig. Da habe ich auch nicht immer Freude gehabt. Aber ich habe dann gesagt, ja, für mich reicht das jetzt. Und sie haben es dann irgendwann akzeptiert. Also ja, ich meine, manchmal muss man vielleicht ein bisschen gepusht werden. Also, ich hatte auch Phasen, wo meine Eltern zum Beispiel so in der Teenie-Zeit zum Beispiel meinem Vater gesagt haben, du, wir investieren recht viel, vor allem Zeit, fahren dich an, sind an der Wochenende an der Wettkampf und so. Und dann musst du vielleicht auch ein bisschen mehr dazu tun, wenn du das wirklich willst. Das heisst eben zum Beispiel nicht jeden Tag Chips essen vor dem Training, nicht nur einmal in der Woche Trockentraining machen, sondern kannst vielleicht jeden Tag, wenn du verletzt bist, kannst du trotzdem jeden Tag trainieren. Es gibt immer Sachen, die man machen kann. Und ich war dort auch zuerst ein bisschen perplex und dachte, ja, ich will ja trainieren, aber ich kann nicht, ich bin ja verletzt. Und ich habe einfach gar nicht gewusst, wie eine Spitzensportlerin ist. Und da mein Vater eben auch, also er war nicht Profisportler, aber auch aus dem Sport kommt und halt ein bisschen mehr gewusst hat, was dazugehört, hat er mich auch motiviert und ein bisschen gepusht, um ein bisschen mehr dazu zu tun. Und dann hatte ich aber die Entscheidung gehabt, ob ich einfach das hobbymäßig machen wollte, aber dann kann ich auch mit dem Velo. Kann ich auch mit dem Velo ins Training und dann müsst ihr mich nicht fahren. Yeah. Oder eben, ich mache es richtig so. Okay, also ein bisschen pushen ist gut, aber nicht übertreiben. Ja, genau. Einfach das Unterstützen, Fördern, aber nicht übertreiben. Also ich glaube, mit Anschreien hat noch selten jemand etwas erreicht. Also. Absolut. Was willst du noch abschliessend den Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben? Oder den Hörerinnen und Hörern? Ja, schwierig. Also mich hat es gefreut, um da zu sein und wieder mal so ein bisschen Erinnerungen auch aufleben zu lassen. Und es ist immer wieder schön, zum zurückzuschauen. Aber eben, ich bin jetzt eigentlich sehr happy auch mit meinem neuen Leben. Sehr schön. Also, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Letzte Frage ist immer, am Schluss der Sendung im Flow von 1 bis 10 bist du? Ich bin jetzt eigentlich sehr im Flow, ja. Das viel geredet. Und, Das ist immer schön, oder? Das freut mich. Alles Gute, Sarah van Berkel. Genau. Für die, die jetzt nicht wissen, das ist Sarah Meier. Alles Gute, danke mal, Sarah. Danke vielmals. Flowcast. Abonniere mich auf iTunes, Spotify, Castbox oder auf meiner Webseite und verpasse keine Sendung mehr. Flowcast. Just Flow.